Als Teil des UNESCO-Welterbes hat die Stadt Graz eine besondere Verantwortung bei der Pflege, Bewahrung und Entwicklung ihrer Baukultur. Ja, Graz ist seit 1999 Weltkulturerbe. Damit man Weltkulturerbe wird, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Und das Hauptkriterium ist, man steht ja hier aus Weltsicht in der Auslage. Es muss eine Einzigartigkeit vorhanden sein für das Weltkulturerbe. Man nennt das Outstanding Universal Value. Und das ist in Graz im Speziellen der Fall durch diese architektonischen Meisterwerke der Altstadt, die quasi in allen Epochen aufeinanderfolgend vorhanden sind. Hier gehört auch das Schloss Eggenberg dazu. Und wir befinden uns in einem kulturellen Schnittpunkt, auch zwischen dem germanischen Raum, dem Balkan und dem Mittelmeerraum. Und alle diese Kulturströmungen haben Einfluss gefunden in die bauliche Entwicklung der Stadt Graz. Und somit finden sich hier jetzt Meisterwerke aus all diesen bedeutenden Kulturepochen quasi aneinander gefädelt in idealer Weise. Das heißt, das, was besonders schutzwürdig ist, jetzt im Bereich der Grazer Altstadt und vom Schloss Eggenberg, muss auch besonders geschützt werden. Hier geht es eigentlich um drei Aspekte, um das Erfassen des Welterbes, um das Schützen und um das weitere Erhalten. Hier gibt es verschiedene Instrumente. Wir haben zum Beispiel für das Weltkulturerbe Graz einen Managementplan entwickelt, der uns hilft, quasi beim Leben mit dem Weltkulturerbe auch sehr transparent die richtigen Strategien und Entscheidungen zu treffen. Und wenn man jetzt als Bauträger vorhat, eine Baulichkeit neu zu schaffen oder eine vorhandene zu verändern, muss man sich ja mit der Behörde in Verbindung setzen und dann beginnt eben quasi ein Bauverfahren. Und im Zuge dieses Bauverfahrens, noch besser im Vorfeld, bei größeren Bauvorhaben, schalten wir uns aktiv ein, bieten wir einen Service in unserer Stelle und versuchen dann quasi abzustimmen, handelt es sich hier um einen pfleglichen Eingriff oder ist bei der Bauführung ein Interessenskonflikt vorhanden, sprich will der Bauträger was verändern, was aber mit den Zielen des Weltkulturerbes nicht mehr zusammenpasst. Dann beginnt manchmal ein sehr aufwendiger Diskussionsprozess. Das heißt, wir setzen uns zusammen, wir überlegen uns, was müsste abgeändert werden, damit es diesem übergeordneten Ziel, nämlich der Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung des Weltkulturerbes entspricht. Und der große Nutzen des Weltkulturerbes aus meiner Sicht ist es einmal, dass man einen kultivierten Dialog führt, sprich ein schnelles Investorenprojekt, das vielleicht einen Teil unserer wertvollen baulichen Umgebung zerstören würde, kann nicht stattfinden oder findet nicht statt, weil eben immer im Vorfeld überlegt werden muss, passt das Thema auch in die Stadt hinein. Das heißt, diese Schnellschüsse, die großen Schaden erzeugen können, finden so nicht statt, sondern führen, sollten sie am Tisch liegen, in einen kultivierten Dialog. Und es ist auch im Interesse der UNESCO, dass moderne Nutzungen hier Platz finden, weil sonst würde ja die Stadt in ein Museum verkommen und keiner hätte was davon, weil auch das Kapital dann fehlen würde, die Stadt weiterzuentwickeln und das auch zu erhalten uns. Und in diesem Zeitfenster, wo wir wirken, haben wir die Aufgabe, Sorge zu tragen, dass der Charakter, die Authentizität dieses Welterbes, quasi die Seele des Erbes, weiter erhalten bleibt. Wir haben sogar den Anspruch, dass wir neue Meisterwerke dazufügen, weil die Gegenwart darf sich und soll sich ja auch abbilden in diesem Weltkulturerbe. Und dort, wo es möglich ist, versuchen wir auch, also Meisterwerke der Gegenwart hinzuzufügen, damit wir dann quasi an die nächste Generation dieses Weltkulturerbe, auf das wir alle stolz sind, weitergeben können. Ebenfalls für den Schutz und die Erhaltung der wertvollen Grazer Baukultur verantwortlich ist der Fachbeirat für Baukultur, dem namhafte Architekten aus ganz Österreich angehören. Der Fachbeirat für Baukultur besteht aus 5 Mitgliedern, 5 Architektinnen und Architekten und ist ein beratendes Gremium. Besteht aus 3 Hauptmitgliedern, 2 Ersatzmitgliedern, es sind immer 3 anwesend. Die Hauptaufgabe ist es, alle Projekte, die eine gewisse Größe überschreiten, ich denke es sind 2000 Quadratmeter,
hauptsächlich nach architektonischen Gesichtspunkten und auch städtebaulichen Gesichtspunkten vor der eigentlichen Einreichung zu beurteilen und gegebenenfalls auch Empfehlungen für eine allfällige Verbesserung zu geben. Und der Sinn dahinter ist der, einfach guten Projekten die Chance zu geben, schneller voranzukommen in den darauf folgenden Behördenwegen und wie soll man sagen, weniger guten Projekten die Chance zu geben, sich noch zu verbessern. Es ist einfach eine Hilfestellung, die der Behörde gegeben wird oder die Behörde sich quasi selbst auch eingerichtet hat, die architektonische Qualität zu verbessern und anzuheben. Es gibt ja sehr, sehr viel sogenannte Wettbewerbe, die durchgeführt werden für größere Bauvorhaben. Und da ist es so vorgesehen, dass immer ein Mitglied des Fachbeirates auch Mitglied dieser jeweiligen Jury darstellt. Das hat dann zur Folge, dass sozusagen der Fachbeirat vertreten ist, unter Anführungszeichen, und dieses Projekt dann nicht noch einmal beurteilt werden muss und sozusagen dadurch auch eine höhere Qualität erreicht und gleichzeitig eine schnellere Genehmigungsfähigkeit erreicht. Ja, es gibt 6 Sitzungen, also jeden zweiten Monat ist eine Sitzung. Meistens 2 Tage, meistens sind es circa 8 bis 10 Projekte. Und die Projektwerber müssen eigentlich einen Stand, der schon einem Entwurf, Vorentwurf gleichkommt, mit allen möglichen Angaben abliefern. Das wird vorher schon ein bisschen durchgesehen durch die diversen Ämter wie Verkehrsplanung, Stadtplanung, geben schon Kommentare ab. Und diese Projekte werden dann präsentiert. Zuerst bekommt jedes Mitglied die Möglichkeit, die Pläne zu sehen. Und dann kommen die Bauwerber, meistens mit den Architektinnen und Architekten, und stellen ihr Projekt persönlich vor, zeigen die Pläne oder PowerPoint-Präsentation. Sehr wichtig ist auch ein Modell, wir fordern eigentlich immer auch Modelle. Und dann gibt es meistens eine Diskussion mit den Projektwerbern, den Architekten, Architektinnen. Das eigentliche, wie soll man sagen, Bild, das wir uns dann machen, geschieht dann aber dann doch sozusagen im kleineren Kreis. Also die Projektwerber müssen dann ein bisschen sozusagen warten oder die Sitzung verlassen, weil man ja auch ganz offen diskutieren muss. Es wird aber dann eigentlich meistens schon am nächsten Tag dann unsere Stellungnahme bekannt gegeben worden. Es ist ja der Fachbeirat jetzt, soll ja eigentlich keine quälende Instanz sein, sondern soll den Architekten eigentlich eine Hilfestellung geben, nämlich auch sozusagen die eigene Qualität höher schrauben zu können, auch unter Umständen auch gegen den eigenen Bauherrn, weil er kann dann sagen, diese Qualität wurde vom Fachbeirat gestützt und auch gefordert und die musst du jetzt, lieber Bauherr, bitte auch umsetzen. Der Stadt zuliebe und jeder Passant, jede Passantin hat dann davon etwas. Selbstverständlich auch die Leute, die dann darin arbeiten und wohnen, klarerweise. Um die Vermittlung und Förderung einer qualitativ hochwertigen Baukultur kümmert sich in Graz das Haus der Architektur in der Mariahilferstraße. Das Haus der Architektur ist grundsätzlich ein gemeinnütziger Verein. Der wurde 1988 gegründet und die Aufgabe ist die Vermittlung von Architektur und die Förderung von qualitätsvoller Baukultur. Das Haus der Architektur ist immer als Plattform gedacht gewesen. Es ist gegründet worden von der Stadt Graz, vom Land Steiermark, von der Architektenkammer, von der Architekturfakultät der TU Graz, vom Forum Stadtpark, also auch dieser kulturelle Aspekt ist dabei, und von der Zentralvereinigung der Architekten. Das ist ein Verein, ein alter Architektenverein, könnte man sagen. Das heißt, es sind alle wichtigen Player, die sich mit Architektur beschäftigen in der Stadt und im Land, sind bei uns Gründungsmitglieder und haben das Haus der Architektur als gemeinsame Plattform immer betrachtet. Und das ist noch immer so. Die sind bei uns im Vorstand und deswegen sind wir sozusagen der Zusammenschluss aller, die sich dafür interessieren, was in Bezug auf Architektur in der Steiermark und in Graz passiert. Die Formate, die wir verwenden, die sind ganz vielschichtig. Die meisten davon sind grundsätzlich frei zugänglich, also gratis und öffentlich.
Das reicht von Vorträgen, Exkursionen, Ausstellungen, Führungen im Allgemeinen bis hin zu Publikationen. Also wir versuchen auch die Architekturgeschichte mitzunehmen. Dann auch viele Preise werden über uns abgewickelt und auch dann publiziert. Es geht dann aber auch in Bereiche, die nicht so stark öffentlich sichtbar sind. Wir machen auch interne Workshops. Es gibt auch, unser Zielpublikum ist sehr stark die Fachöffentlichkeit. Also wir sind der Kern unseres Publikums ist die Architektenschaft oder Leute, die sich mit Bauen beschäftigen in Graz und der Steiermark. Und das sind sehr viele bei uns. Ja. Also wir haben eine sehr große Architekturfakultät mit über 2000 Studierenden. Es gibt auch an der FH Architekturstudierende, es gibt 400 Architekturbüros. Das heißt, das ist schon einmal eine riesen Community, die sich ganz praktisch beruflich oder fachlich mit Architektur beschäftigt. Und das ist einmal unser Ausgangspunkt, unser Hauptpublikum. Ja. Im Jahr 2015 gab es erstmals einen steirischen Architektursommer, der vom Haus der Architektur nicht initiiert wurde. Das ist gewissermaßen der Schritt über unser Fachpublikum hinaus. Ja? Ein Versuch, einmal eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass es in Graz und in der Steiermark, also der Architektursommer ist in der gesamten Steiermark, sehr viele Initiativen gibt, Einzelpersönlichkeiten, Vereine, die sich sehr auf hohem Niveau mit gebauter Umwelt beschäftigen. Das sind eine breite Palette von Ausstellungen, Überführungen, Interventionen, Workshops. Und wir haben uns gedacht, es wäre mal interessant, diesen so gewissermaßen laufenden Betrieb einerseits zu vernetzen und dem auch eine Art Rahmen zu geben. Und haben viele Institutionen angefragt, ob sie da mitmachen würden. Und insgesamt waren 110 Veranstalter, die 280 Veranstaltungen in den Sommermonaten beigesteuert haben zu diesem Architektursommer. Und es gibt dazu ein Vorbild, den Hamburger Architektursommer, der alle 3 Jahre seit dem Anfang der 90er Jahre sehr gut funktioniert in der Hinsicht. Und wir haben versucht, diesen Drive sozusagen auch in Graz und der Steiermark zu übernehmen gewissermaßen. Und das hat eigentlich sehr gut aus jetziger Perspektive funktioniert. Ja.